Hey Freunde, was geht? Mad Joker wieder hier am Start. Wie steht's? Ich hoffe, euch geht's gut. Im Hintergrund von mir seht ihr ein Call of Duty Advanced Warfare. Das erste Commentary. Ich versuche es ein bisschen gut zu machen. Und wenn nicht, dann schaltet auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal. Denn da habe ich mich auf jeden Fall gebessert. Hier habt ihr auf jeden Fall schon mal meinen super geilen Anfang gesehen. Ein bisschen verfällt, aber ich habe ihn gekriegt. Und zack, hol ich mir den nächsten. So, das kann auch schon mal gut anfangen. Jump dann eben hier hoch. Seht ihn da. Will ihn holen und was passiert, zack, werde ich weggerollt. So einfach ist dieses Spiel. Jetzt gleich hier um rechts, um die Ecke komme ich gejumpt. Und da sehe ich einen, warte ab, denkt, der kommt hier runter, dass ich den schön von hinten hole. Und das los, der Kamerad, der ist effektiv, der Killboss. Erstmal schöne Grüße hier an dieser Stelle. Und er hat mir den dann einfach weggenommen, diese Drecksau. Aber egal. Da, auch wieder Fail. Ich schieße auf den, erstmal eine halbe Mauer hier weggeschossen quasi. Ja, mein Aim bei diesem Spiel ist nicht so fantastisch. Ich finde dieses Rumgehüpfe auch ziemlich anstrengend. Weil da hast du echt kaum Zeit, denjenigen halt zu treffen. Weil er dauernd vor dir hoch und runter hüpft. Das werdet ihr auch gleich noch öfters im Video sehen. Zack, da habe ich den Lümmel erwischt. Den nächsten Auto direkt weg. Kilos. Keine Ahnung, wo er hingeschossen hat. Er hat den auf jeden Fall nicht gedroppt. Jetzt sehe ich das. Da oben ist einer. Da noch einer. Hm, alles klar. Hole ich den. Und mit der letzten Kugel hole ich den. Das frage ich mich auch so. Hm, wie habe ich das gemacht? Ist ein bisschen komisch, dieses Spiel. So, manchmal ballerst du ein halbes Magazin auf einen. Und er tut so, ob ihn gerade eine Mücke gestochen hätte. Und dann gibt es die Situation, da brauchst du nur zwei Kugeln, dann ist er sofort platt. Hm. Was da wohl ist, haben sie wohl noch nicht so richtig hinbekommen mit dem Hitfeld. Aber egal, hier ist gerade ein schönen Turnout gemacht. Hat er gekriegt, hat er nicht gedacht. Leider zu spät den anderen in der Ecke gesehen. Aber ich bessere mich. Ich gelobe Besserung. Ja, hier auch schon die gewöhnliche Verstärkung bereit. Scheiß Vorräte. Da ist ja meistens nur Schrott drin. Braucht eh keinen Arsch. Von daher denke ich mir auch so immer so, warum kriegt man sowas? Ne? Okay, ganz nett halt für Leute, die das vielleicht drauf angewiesen sind. Und ich spiele eh eher ohne Vorräte, weil Vorräte ist für mich einfach Abfall. Wenn man dann die Vorräte endlich geschafft hat, dann wartet man darauf, bis die Vorräte endlich vom Himmel kommen und dann kommen sie und dann bist du schon wieder weggeballert worden und kriegen die Vorräte halt der Gegner. Habe ich da irgendwie auch keinen Bock drauf, den Gegner damit zu beglücken. Deswegen versuche ich dann auch immer ohne Vorräte zu spielen und wenn man hier halt sowas bekommt, sowas Besonderes, ja, nimmt man an, ne? Man will es nicht, aber man macht es trotzdem, vielleicht ist ja immer was Gutes da drin. Der kleine Sniper, der saß, glaube ich, schon seit Anfang der Map da oben und hatte jetzt mal ordentlich einen gewächst, würde ich sagen. Da ich jetzt so heiß gelaufen bin, erstmal eine kleine Abkühlung in dem Bach und dann kriegt der Lümmel ja wieder ein. Nix da, hochgehen oder sowas, kannst du knicken. Hier links der Kamerad, glaube ich, ist das schon die Stelle? Nein, oder doch, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Nein, da ist es noch nicht. Sollte gleich so eine Stelle kommen, der steht da einfach, ich glaube, der war AFK. Oh, der stand da einfach, ich wollte ihn dann einen Headshot geben, hat nicht funktioniert. Ich versuchte ihn aber so schnell wie möglich zu droppen, da ist mir ein Headshot gar nicht so wichtig. Hier oben nochmal kontrollieren, ob der da sitzt. Nein, er sitzt da nicht. Und ja, was nun? Ich booste. Ja, das werdet ihr nicht so oft im Spiel sehen bei mir. Weil boosten ist überhaupt nicht so meine Sache. Ja. Aber ich glaube, der hat geschossen, ist, oder? Die Drohne hat ihn verraten. Eins von beiden. Keine Ahnung. Ich glaube, Drohne war gar nicht an. Sah auf jeden Fall so aus, ob er halt AFK ist. Und er war nicht AFK. Trotzdem habe ich ihn geholt, der Lümmel. Wenn man die ganze Zeit nur noch auf einer Stelle stehen bleibt, muss man sich nicht wundern, wenn man stirbt. So, was ich jetzt hier mache, weiß ich auch nicht. Ich bin eher so ein Defensivspieler. Ich bin nie so einer, der mitten ins Geschehen reinrennt, weil ich dann genau weiß, ich krieg von allen Seiten direkt auf die Fresse. Und das will ich nicht. Ich will dann doch schon ein bisschen eine höhere HD dann erspielen im Spiel. Und das hat er richtig geil gemacht. Erst schön reinrutschen, dann direkt wegballern, obwohl ich mich sofort hingelegt habe. Aber das hat er nicht gedacht, den werde ich da oben bin, nämlich wieder wegholen, den Lümmel. Ja, hast du davon. Und da ist noch ein Sniper, der jumpt auch hoch und schießt und alles macht er da. Der Typ, der ist übertrieben krass. Finde die Sniper überhaupt bei diesem Spiel mega geil, muss ich sagen. Die springen hoch, schießen, Treffer. Springen hoch, schießen, Treffer. Das ist der Hammer. Und ich komme nicht mal mit ganz normale Zielvorrichtung klar. Ich habe mich gerade mal bei
MW3 dran gewöhnt, Quickscopen. Und da bin ich nicht mal gut drin, aber hier kriege ich das überhaupt nicht geschissen. Jetzt warte ich auf den letzten Lümmel. Nee, zwei bräuchte ich noch, um da ein paar Punkte zu machen. Ja, ich sehe da die roten Punkte. Der Killboss hat das auch gut im Blick. Der ist der gelbe Punkt. Haben ein bisschen miteinander kommuniziert. Aber bis jetzt kam noch nichts. Und dann sehe ich den ersten. Den wollte ich haben. Und dann geht er hoch. Und ich krieg ihn trotzdem nicht. Und dann werde ich schon wieder weggeballert vom Sniper. Das hat mich so tierisch aufgeregt. Hier ist nur meine Vorräte zur Abkühlung ins Wasser schicken. Weil sie ja vom Himmel kommen. Sie sind glühend heiß. Kann man ja nicht sofort anpacken. Ja, und dann so eine geile Drohne. Aufklärungsdrohne. Erstmal eine Runde schwimmen. Weil ich so sauer war. Da musste ich mich selber abkühlen. Und von daher denke ich mir so, die hätten sie auch rausnehmen können. Die braucht keinen Schwanz. Das ist einfach der größte Müll überhaupt. Ich glaube, da spielt auch wirklich keiner mit, oder? Ja, jetzt auf die Suche nach dem nächsten Gegner. Wo ist denn der kleine Lümmel? Der kleine Lümmel will sich noch nicht zeigen. Also, das ist, ja, manchmal rennt man über die Karte, rennt und rennt, hat schon zwei Runden hingelegt und ja, immer noch kein Gegner. Entweder sieht man gerade einen und dann wird er sofort weggeschossen. Von da hatte ich richtig viel Glück. Übertrieben viel Glück, ey. Aber der wird sich auf jeden Fall geärgert haben. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich auf jeden Fall an der Stelle kaputt gelacht. Der steckt zwar seine Waffe schon bei mir in den Arsch rein und kriegt mich trotzdem nicht gedroppt. Das fand ich schon sehr lustig. muss ich ehrlich sagen. Ja, Killboss. Hast du da nie aufgepasst? Von hinten kam der. So, den Lümmel habe ich mir dann auch geholt. Ach, das war gar nicht Kigo. Entschuldigung an dieser Stelle. Ich beschuldige ihn immer. Ja, wenn wir mal zusammen spielen, ist er immer schuld. Ist egal, wie oft ich sterbe, er ist immer schuld. Und das liegt einfach nur daran, dass er einfach mitspielt und ich dann einfach eine Ausrede habe. Dann bin ich mehr zufrieden und flippt halt nicht so viel aus. Kennt ihr da auch dieses Gefühl, wenn ihr zockt und ihr habt dieses Gefühl, ihr müsst einfach jetzt was reißen, weil ihr es eigentlich könnt. Ihr wart schon beim Modern Warfare 2 dabei, vielleicht sogar noch früher. Und ihr wisst, ihr könnt dieses Spiel, ihr versteht es. Und dann kriegt ihr so unten richtig ordentlich einen in die Fresse. Und dann müsst ihr echt auf die Zähne beißen, damit ihr euren 70-Euro-Pad nicht vor die Wand klatscht. Deswegen habe ich dann so meine Sache so erfunden, dass halt immer der Gegner schuld ist oder halt meine Mitspieler, dass die nichts können, obwohl meistens das an mir liegt, aber egal. Blutrünstig, 5, ja, könnt ihr sehen, dass ich das Spiel kann. 5 Abschüsse habe ich schon geschafft jetzt in dieser Runde, das ist der Hammer am Stück. Ich hoffe, hier kommen jetzt noch ein paar mehr. Ja, ich denke so, die ganze rechte Seite ist frei, da müssen doch langsam mal Gegner kommen, links all meine Kameraden da, die... Da eine kämpft auch nur, denkt man so, da kommen sie nicht rüber. Na klar, da schießt einer, da rennen auch 5 Gegner auf einen roten Punkt. Das ist der Hammer, ey. Freue mich auch immer, ey. Das ist Team Deathmatch. Team heißt für mich, dass man eigentlich 2 links, 2 rechts und 2 in der Mitte aufpassen. Und nicht 5 alle, also oder 5 Leute auf einen Gegner drauf gehen. Und einer ist ganz alleine komplett und kriegt die ganze Zeit nur den Arsch voll. Warum ist der Lümmel? Der kriegt von mir erstmal ein schön in your face, würde ich sagen. Bam! Wie kommt man da Krieger und sagt, buff dich! Ja, mit der letzten Kugel, das meine ich, mit diesem Rumgehüpfe. Du bist eigentlich genau auf den drauf, dann fängt er an rumzuhüpfen und du kommst gar nicht mehr hinterher. Verengst total und dann hast du noch so ein geiles Glück und holst ihn mit der letzten Kugel. Das war auch richtiger. Wenn er sich die Killcam angeguckt hat, hat er sich bestimmt drüber aufgeregt. Ich mag das immer so, wenn Gegner sich in der Lobby dann aufregen. Das wollen du machst das Headset dann aus, das will ich nicht hören und lass sie einfach nur ein ab. Ich hoffe, das erste Video von AW war okay von mir und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein, denn ich habe auf jeden Fall richtig Bock, das weiter zu suchen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr eine Freundschaftsanfrage schicken und dann können wir zusammen zocken. Ich sage, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.